Und damit willkommen zu einer neuen Folge Evoland 2. Und wir sind heute in der Vergangenheit unterwegs. Und zwar müssen wir noch nach Dämonia, um das dortige Ding abzuholen. Das dortige Fragment. Ich kann da gar nicht rein. Das sackt doch gerade hart. Kann ich hier irgendwo landen? Ne? Hallo? Nein? Kann ich hier bitte drauf? Okay, da kann ich landen. Schon mal gut. So, ja. Ja. Stimmt, wir müssen nach ihm suchen. In ihrem Zeitalter. Das heißt, wir müssen... Ach, was war denn das nochmal für eine Zeit? Nicht die komplette 3D, sondern das... Halb 3D. Das Halbgare. Lande doch. Dankeschön. Dalkin. Das wird vermutlich der Bettler sein. Was heißt Bettler? Ja, muss er nicht sein. Es könnte der alte Mann sein, der in diesem Garten sitzt. Das muss aber nicht sein. Das hier ist die Zeit von... Ja, ich habe den Namen gerade vergessen. Claudia, glaube ich. Ja. Ja, ich möchte gerne die Segel setzen. Schöne karibische Musik. Ja, hier direkt drüber. Entweder wir müssen jetzt hier rein. Nach Genua. Aha. Das sieht doch schon mal aus, als wäre hier was los, würde ich sagen. Alle rennen rum, haben Angst anscheinend. Mein Kollege ist abgehauen, als sich die große Katastrophe anbahnte. Ich glaube fast, ich werde das gleiche tun. Der Kaiser wird schon alleine klarkommen, da bin ich sicher. Ja. Da bist du dir sicher. So, die Frage ist jetzt, was müssen wir machen? Vermutlich müssen wir rumfragen. Hier ist ja auch alles zu. Und das ist noch offen. Na, da ist nichts drin. Hallo? Das war's. Meine Entscheidung steht fest. Ich werde ganz weit weg von hier ziehen. Es soll da so eine verlassene Höhle auf dem erstarrten Kontinent geben. Besser als hier ist es dort allemal. Ach komm, Leute. Alles ist gut. Ich sag zwar Frieden, aber hättet ihr gerne etwas hübsch. Ja, klar. Kaufen. Hab ich schon alles. Verkaufen. Stahlschwert. Ja. Sonst? Nein. Möchte ich behalten. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag. Wir müssen immer noch hier diesen Kommandanten finden. Der wird vermutlich nicht im Wok-Tunnel sitzen, oder? Nein, dann auch zu. Schade. Vielleicht kommen wir jetzt da unten rein. Was soll ich nun tun? Auf meinem Posten bleiben? Oder vielleicht ganz weit wegrennen? Ja, wegrennen. Ich will da rein. Oder nicht? Okay. Also hier ist gerade Panik pur. Wie soll ich hier diesen Typen finden? Ach Leute. Rennt doch nicht alle durcheinander.
Ist hier drin? Hier sind ja nur die Kartenspieler, Leute. Von euch will ich doch nichts, Mann. Geh doch weg. Der muss doch mittlerweile alt sein. Wenn wir schon sterben, dann wenigstens zusammen. Eure Worte rühren mich zu tief, Liebste. Ja, schön für euch. Bibliothek. Hier ist auch noch alles schön friedlich. Ich glaube, er ist nicht in der Stadt. Ich wüsste nicht wo. Nee, nee. Oder ist er das hier? Es kam aus dem Labor, oder? Wer konnte so etwas ausgelöst haben? Ja, weiß keiner so genau. Ach ja, Leute, Leute, Leute. Kann ich auch jetzt vorbeiziehen, ne? Ja, genau. Hier ist eine Brücke. Und da oben sitzt ein alter Mann. Du bringst mir nichts. Warum bringst du mir nichts? Ich will doch nur diesen verdammten Leutnant finden. Wo könnte der sich denn rumtreiben? Da ist ganz schön viel weggeflogen durch die Explosion. Das ist der Nymphenwald. Wir haben immer noch keine Träne. Da brauche ich gar nicht reingehen. Hier oben. Der Monitor ist schon zerstört. Vielleicht sitzt er da. Ja, quasi nochmal reingehen. Hier, Dämonen, Dämonen, Dämonen. Hier geht er auch nicht weiter. Hm. Nee, mit denen haben wir auch schon geredet. Hier unten lang. Nein. Ach komm. Wo ist der Typ denn? Kann sich doch nicht ewig verstecken. Das kann auch nicht sein. Hier ist ja nichts. Da vorne ist doch noch so ein Lager. Das kann ich mir noch angucken. Hier. Was macht nochmal der Magellit? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Jetzt sind wir in der falschen Zeit. Ich habe jetzt keine Ahnung, woher ich das Zeug kriegen soll. Oder wo die Leute überhaupt sein sollen. Ich geh nochmal zurück. Oh, Entschuldigung. Falscher Knopf. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Aber nicht mehr viele. Wir sind in der falschen Zeit. Ach du Vogel. Halt, stopp. In der Zeit können wir jetzt noch schnell was anderes schauen. Nämlich müsste das nein, nö. Kann ich hier einfach durchlaufen? Ja, das Dorf ist ja noch da. Und wir haben hier ihren Großvater, also von Fina. Lass die mal einer an. Wir bekommen nur äußerst selten Besuch. Ist er wohl auf der Flucht von dem Krieg? Was? Nö. Bla bla bla. Nichts mehr so viel. Das kennen wir alles schon. Ich erinnere mich irgendwie an einen.
Natürlich. Ja, jetzt fällt sie ein. Jawohl, Alter. Zack. Ihr seid Finrod, Vater von Finrost. Ihr seid mein Großvater, der Gründer des Dorfes Nibiru. Ihr seid ja wirklich süß, meine kleine Dame, aber einen Sohn habe ich nicht und ich bin ganz gewiss zu jung, um euer Großvater zu sein. Es ist wahr, dass ich beschlossen habe, ein Dorf hier zu gründen, den einen Namen habe ich aber noch nicht. Wo ihr sagt, Nibiru ist ein hübscher Name. Ja, vielleicht sollte ich es so nennen. Nein, wartet. Bald schon, in ein paar Jahren. Ihr werdet jemanden treffen, eine Nymphe. Und ihr werdet zusammen einen Sohn haben, meinen Vater. Junger Mann, ich glaube, eure junge Freundin hat sich den Kopf eingeschlagen. So, hört mir doch zu! Ihr müsst mir glauben, es wird passieren. Also bitte ich euch, bitte diese Nymphe hier auf uns zu warten, und zwar im Jahr 1000. Moment, nein, nicht hier. Alles wird durch die Waffe zerstört sein. Auf der Klippe, wo die Statue des Kaisers steht, nachdem er den Krieg gewonnen hat. Ja, genau. Ihr müsst es versprechen. Ja, ich verspreche es. Bla bla bla. Wenn es euch glücklich macht. Wenn ihr mich fragt, junger Mann, könnt ihr eure Freundin etwas Ruhe gebrauchen. Also gut, ich schätze, wir müssen jetzt nur noch ausrücken. Jawohl, im Jahre 1000. An der Burg des Kaisers. Hier ist Löwenwald, da wollte ich nicht hin. Hier ist noch Frosty McFrostface. Hier ist Magellit. Landen. Ja. Wir müssen zurück ins Jahr 1000. Dann kommen wir nämlich zu den Nymphen. Welches war jetzt das Jahr 1000? Das war es noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch einmal. Wenn nicht, dann erschlagt mich. Aber ich glaube, es war die neueste Zeit, die wir haben. Boah, ist da kompliziert mit diesen Zeitsträngen, ne? Das ist unglaublich. Lande doch. Jawohl. So, hier, Klippe. Da steht nämlich diese Fuckfigur. Es ist keiner da. Ich bin in der falschen Zeit, ne? Oder wartet sie oben? Nein. Es war doch die andere Zeit, ne? Ja, oder? Nein. Es war die andere Zeit. Ja, ja, ich hab's verkackt. Ich hab's gehört. So. Das ist auch ein Magellit. Kein Problem. Wir kriegen das hin. Eins. Jawohl. Ich sehe den Tunnel so gerne. Ja, Zeitreisen. Und nochmal. Dieses penetrante Hintergrundgeräusch. Boah. Ja. Mr. Smartface, können wir losfliegen. Jawohl. Zack. Hier ist die Statue. Im Jahre des Herrn 950 wurde an dieser Stelle Dämoniak von Kaiser Lothar und seinen Schreikräften bezwungen. Die Geschichte wird immer noch von den Siegern geschrieben. Ja, das hatten wir schon. Wo ist die Nymphe? Das ist eine Kiste. Aber wo ist die Nymphe? Welches Jahr ist Jahr 1000? Ach, da ist die Nymphe. Ja. G. Also, Großmutter. Fina? Und kein bisschen verändert, mein Schätzchen. Aber wie... Das ist das erste Mal, dass
Wir haben uns schon einmal getroffen, als du zum Nymphenwald kamst. So lange ist das her. Aber dir muss es scheinen, als sei es erst gestern gewesen. Ich aber erinnere mich nicht einmal. Wir haben uns nur kurz unterhalten. Damals war ich nur eine junge Nymphe unter vielen. Doch als ich euch Menschen sah, erfüllt von grenzenloser Hoffnung und überschäumender Begeisterung, beschloss ich, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Ja, so schön. Also verließ ich den Wald auf Nimmerwiedersehen. Obwohl ich wusste, dass ich diese Entscheidung mein Leben kürzer machen würde. So habt ihr also Finrod kennengelernt. Ja, meine Reise begann mit all jenen Orten, die ich nur vom Hörensagen kannte. Die Welt ist so schön und zerbrechlich. Kein Tag ist wie der letzte. Nie habe ich mich so frei gefühlt. Schließlich traf ich deinen Großvater, Finrod. Ich muss sagen, er hat sich ganz schön erschreckt, als er Nymphen begegnete. Viele Jahre später, als auch seine letzten Kräfte ihn verließen, erinnerte er sich an deinen einst einem etwas verrückten Mädchen versprochen hatte, sie hier wieder zu treffen. Seit jenem Tag warte ich hier. Oh, Großmutter, es tut mir so leid. Die ganze Zeit war die hier so nah. Ich bereue gar nichts, Fina. Es ist wahr, mein Leben war kurz, aber ich habe diese kurzen Jahre mehr gefüllt als in einer Ewigkeit im Wald. Ich bin nur traurig, dass ich diese Welt hinter mir lassen muss. Dass ich mein Enkelkind nicht in meine Arme schließen durfte, erleben durfte, wie es aufwächst und sein Glück findet. Oder ihm bei seinen Abenteuern helfen durfte. Oh, Großmutter. Aber ihr habt mir doch geholfen. Jedes Mal, wenn ich meine Kräfte einsetze, um zu helfen, wart ihr bei mir. Yeah. Cool. Danke. Danke, meine süße Fina. Danke, liebe Enkelin. Lebe jeden Tag, als sei es dein letzter und koste jeden Moment voll aus, denn deine Zeit ist begrenzt. Nimm das als mein Abschiedsgeschenk an. Komm schon, eine Träne. Gib mir die Träne! Großmutter? Leb wohl! Ja, Träne. Easy. Der Tod bringt euch immer zum Weinen. Ja. War schon traurig. Jo. Und damit beenden wir die Folge für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.